willkommen im Soul Food Journey Podcast zu einer neuen, wunderbaren Soul Session mit Jennifer Ospelt von I Love Spa. Wie bin ich denn Jennifer begegnet? Ich habe Jennifer kennengelernt durch ihren Self-Love Sunday. Und zwar hat sie mich im Rahmen von diesem Projekt angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, daran teilzunehmen und da mitzumachen. Und da ich das eine richtig, richtig coole Idee fand und noch immer finde, war für mich ganz klar, auf jeden Fall mache ich da mit. Genau, und ich empfinde es noch immer als super, super wertvolle Erfahrung, beim Self-Love Sunday dabei gewesen zu sein. Darüber hinaus ist I Love Spa ein unglaublich toller Blog, der nicht einzig und allein etwas mit Spa zu tun hat, worüber dir Jennifer auch nachher noch mehr erzählen wird, wie es dazu kam, was daraus geworden ist und was daraus jetzt ist oder wird. Und ja, hör einfach gespannt zu, lass dich inspirieren. Ich freue mich, dieses Interview heute mit dir zu teilen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn du an einem der nächsten Sonntage beim Self-Love Sunday selbst dabei bist, mit Bild und deiner Geschichte. Jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen im Soul Food Journey Podcast. Ich freue mich wirklich riesig, dass wir jetzt heute hier auf dem Sofa sogar sitzen in Berlin. Und ja, freue mich riesig auf deinen Besuch, freue mich auf das Interview jetzt gleich mit dir, liebe Jennifer, und bin sehr, sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Kira, für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt, wo dieses Gespräch uns hinführen wird. Ich freue mich. Ja, ich auch. Ist ja auch immer wieder eine Überraschung, weil ich mir auch immer denke, es ist ja für die Hörerinnen und Hörer oftmals neu, oder auch du als Mensch bist für sie wahrscheinlich oder vielleicht auch hoffentlich neu, sodass sie was Neues, Inspirierendes für sich mitnehmen. Deswegen versuche ich da immer, so gut es geht, wie die Brille von der Hörerschaft aufzusetzen, und werde deswegen auch immer selber überrascht von den Fragen, die aus mir herauskommen. Okay, dann leg mal los. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal bei dir, damit alle so ein Gefühl davon bekommen, wer du bist, was dich als Menschen ausmacht, wer du als Person bist, als Mensch bist. Vielleicht magst du die Menschen da erstmal ein bisschen abholen. Mhm. Wer ist Jennifer? Okay, also ich bin 38 Jahre alt, noch fast 39, lebe seit meinem gesamten Erwachsenenleben, also schon eine ganze Weile, in Berlin. Und mein eigentlicher Beruf, also, ist Physiotherapeutin. Das ist das, was ich nach dem Abi gelernt habe, sozusagen. Und in diesem Beruf war ich auch tätig ursprünglich in der Sportorthopädie. Und dann war es so, dass ich aber relativ schnell gemerkt habe, dass das mich ein Stück weit stresst. Das hatte mit verschiedenen Gesundheitsreformen zu tun und mit dem 20-Minuten-Takt. Und es hat sich dann einfach angefühlt wie ein Fließbandjob. Mhm. Und ich habe aber auch schon damals gemerkt, ich bin anders als meine Kollegen. Okay. Also es war schon damals so, dass ich irgendwie nicht dieses systematische Arbeiten, also ich hatte irgendwie einen anderen Ansatz schon damals. Es war so, dass meine Kollegen entweder Osteopathie gemacht haben oder den Heilpraktiker oder manuelle Therapie, und ich habe halt eine Ayurveda-Ausbildung gemacht. Mhm. Und ich war der Freak im Team sozusagen. Und alle so, was machst du da für ein Hokuspokus, was soll der Quatsch? Also so, als wäre ich vom rechten Weg abgekommen. Man muss halt auch dazu sagen, das ist verdammt lang her. Das ist mindestens 15 Jahre her. Und damals war Ayurveda nicht so bekannt wie heute. Mhm, das kann ich mir vorstellen. Also das war nicht irgendwie, wenn du Ayurveda gesagt hast, dass die Leute dann irgendwie dazu Bilder hatten oder wussten, wo das herkommt oder was es damit auf sich hat. Und ich habe da einfach stur weitergemacht. Ich habe eine Ayurveda-Ausbildung gemacht, die hat ein Jahr gedauert. Und dann habe ich eine Lomi-Ausbildung gemacht. Das ist hawaiianische Massage. Und dann habe ich noch Hotstone gemacht, was ich mir eigentlich hätte schenken können. Ich finde Hotstone-Massage jetzt irgendwie nicht so spektakulär. Mhm. Fußreflexzone-Massage hatte ich eh schon, Lymphdrainage auch. Und dann war es irgendwie nur noch so eine Frage der Zeit, ab wann biege ich jetzt ab Richtung Spa, damit ich all diese Sachen auch anwenden kann. Ja. Und das habe ich dann gemacht, 2006, 2007, um den Dreh. Und dann bin ich auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen.
Genau. Und habe dann zum ersten Mal als Spine Sports Therapist gearbeitet. Also da war es zwar schon, das war eigentlich für den Übergang sehr perfekt, weil du auch noch medizinisch tätig warst und die Crew behandelt hast. Mhm. Weil wenn die was hat, muss die ja auch von irgendjemandem behandelt werden. Aber die Gäste des Schiffes waren natürlich, das waren Spa-Treatments. Und da habe ich dann gemerkt, hey krass, das ist genau mein Ding. So, das ist genau, also jetzt nicht das Arbeitspensum oder der Workload auf so einem Schiff, das natürlich nicht, aber halt ja Spa-Treatments geben. Also ich habe gemerkt, krass, das erfüllt mich. Und dann bin ich zurückgekommen nach Berlin und dann habe ich angefangen, als freier Spa-Therapist mit verschiedenen Hotelspas zu kooperieren. Okay. Und habe dann festgestellt, es gibt keine Qualitätssicherung in Deutschland. Das hat mich voll geschockt, weil auf dem Schiff waren wir alle Physios. Und dann habe ich festgestellt, ja, crazy, in Deutschland darf jeder massieren. Also du könntest dich jetzt auch bewerben in 5-Sterne-Häusern und könntest sagen, ich bin Bodyworker. Hier ist mein erfundenes Zertifikat, dann kann ich anfangen. So. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz schön heftig, weil ich dachte, man fasst ja Menschen an. So. Mhm. Und so kam es dann dazu, dass ich 2012 eine Übersicht für Berlin erstellen wollte. Eine Spa-Übersicht. Okay. Also so ist diese, eigentlich der Hintergrund von I Love Spa war einfach so ein Qualitätssicherungsding online zu kreieren, wo der Endverbraucher sich dran orientieren kann. Ja, ja. Ja, und das ist dann irgendwie über die Jahre so ein bisschen eskaliert. Ein bisschen, könnte man sagen. Ja, also ich habe dann, es ging wirklich eigentlich um eine Übersicht ursprünglich. Und das ist auch immer noch online, das ist diese Spa Berlin Subpage. Das ist das Herzstück von I Love Spa sozusagen. Das war das, was ich ursprünglich erstellt habe. Ja. Und ja, dann habe ich so sukzessive mehr zu sagen gehabt. Und es war dann natürlich auch irgendwie klar, dass ich nicht, also es waren dann nicht nur Spa-Content, sondern es ging dann auch um Spa-Brands, also Beauty-Geschichten, schon mit starkem Hang zu Naturkosmetik und zu Organic-Brands. Es ging um Yoga, natürlich Ayurveda, also im Prinzip alles, was so mit Spa schon auch zu tun hat. Mhm. Genau. Und dann wurde es immer größer und dann habe ich jetzt vor etwas mehr als 2 Jahren bin ich dann gesprungen und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt so voll und ganz und höre auf, selbst zu behandeln. Ja, und seitdem mache ich das hauptberuflich. Total verrückt. Mega cool. Ich finde auch diese Ursprungsgeschichte kannte ich ja jetzt auch noch gar nicht, wo eigentlich die Ursprungsidee auch herkommt und wie das dann alles nach und nach mit der Zeit entstanden und gewachsen ist. Ja. Das war mir jetzt auch noch gar nicht so klar. Ja. Also ich hatte keinen Plan. Ne? Ich hatte weder einen Businessplan, noch hatte ich irgendwie, also es war auch nicht meine Intention, damit Geld zu verdienen. Ja. Das hat mich total unerwartet erwischt, muss ich sagen. Mhm. Aber das war 2012 auch nicht so. 2012 hat man geblockt, weil man geblockt hat, weil man irgendwas nach außen tragen wollte, weil man irgendwas, weil man sich mitteilen wollte. Da ging es nicht um Monetarisierung. So. Mhm. Und da gab es auch noch nicht irgendwelche Kurse von wegen, kauf das, mach das und du bist irgendwie innerhalb von 4 Wochen startest du durch, gehst voll durch die Decke und kannst von deinem Business leben. Das ist so. Also ich fühle mich sehr wohl als Unternehmerin mittlerweile, aber ich würde nie sagen, mein Business. Das fühlt sich nicht so an, weil das ist mein Herz, da steckt mein Herz drin. Das ist so, ich würde es nicht als Business bezeichnen. Ja. Ich finde das, also ich spüre das auch, ich glaube, man hört es auch, dass da sehr, sehr, sehr viel Herz mit drin steckt. Ich glaube, worüber wir auch nochmal sprechen können zu Beginn, ist, weil viele mit Spa ja direkt irgendetwas assoziieren oder vielleicht große oder nur große, schöne, luxuriöse Wellness-Tempel im Kopf haben. Doch du hast ja auch gerade schon den Begriff Spa-Therapist angesprochen. Ja. Was ist für dich aus deiner Sicht, also mit deinem Verständnis, mit dem, wo du herkommst, mit der Geschichte, mit dem, was du weitergeben möchtest, was ist für dich Spa, was bedeutet das? Spa. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel mal in Asien schaut, da heißt, also da nennt sich ja alles Spa. Das ist ja auch kein geschützter Begriff. Also wenn es da irgendwie eine Nagelhölle gibt unter Neonlicht, wo du dir irgendwie Acrylnägel machen lassen kannst, dann heißt es Nail Spa. So. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele Thai-Spas, auch hierzulande, die jetzt nicht wirklich in Anführungsstrichen Spa-Charakter haben. So, also mit den Bildern, die eigentlich vor dem geistigen Auge so aufploppen, wenn man den Begriff hört.
Also wenn man Spa hört, dann denkt man meistens an so eine gefotoshoppte Frau in Rückenlage, wo so ein ayurvedischer Stirnölguss irgendwie auf die Stirn tropft oder irgendwelche... Mit Palmwedel. Genau, mit Palmwedel und oder einfach so jemand, der auf dem Bauch liegt mit einem verdrehten Nacken, wo dann so ein paar Basaltsteine auf dem Rücken liegen. Das sind ja so diese klassischen Bilder, wie Spa transportiert wird. Absolut. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, im Großen und Ganzen geht es bei mir um Entspannung. Das hat sich ja auch über die Jahre dann noch ausgeweitet, aber... mir ist dieser ganzheitliche Ansatz der Entspannung sehr wichtig. Mhm. Ich unterteile auch in Day-Spas, also zum Beispiel City-Spas. Wenn man jetzt wie hier in Berlin irgendwie ein Day-Spa machen will, muss es ja nicht zwangsläufig ein Wellness-Hotel sein. Mhm. Also Wellness-Hotels in Städten gibt es ja eh nicht normalerweise. Mhm. Also ich unterteile in Day-Spas, Wellness-Hotels und I Love Spa Stars. Und I Love Spa Stars sind Behandler sozusagen. Okay. Und die richtig guten Treatments, die kriegst du meistens nicht in den City-Spas, sondern bei den I Love Spa Stars. So. Mm. Also die richtig guten Leute findest du meistens nicht in großen Konzernen, die sich dort unter Wert verkaufen. Deswegen ist die I Love Spa Star-Kategorie mir auch so super wichtig. Mm. Das sind oft total irgendwie, keine Ahnung, die arbeiten in irgendeinem Raum, in irgendeinem Kreuzberger Hinterhof oder das sind auch oft total abgedrehte Locations. Aber richtig gute Treatments. Ja, so. Und deswegen, also das verstehe ich persönlich alles unter Spa. Mhm. Und es ist halt auch, es gibt auch in allen Budgetbereichen Optionen. Ja, ja. Es ist nicht zwangsläufig High-Budget. Ja. Das denken halt auch viele, aber das ist nicht so. Es gibt auch sehr gute Treatments im Low-Budget-Bereich. Ja. Ja. Ich finde es spannend, dass du das auch so als, also Entspannung beschrieben hast. Mhm. Oder mit dem größeren Wort Entspannung beschrieben hast. Weil ich glaube, dass Entspannung etwas ist, was vielen von uns Menschen heutzutage gar nicht so, ja, schon eher schwer fällt oder halt auch nicht so leicht fällt, beziehungsweise auch da sind halt, oder wir uns oft im Kopf befinden und denken, oh, ich muss jetzt jeden Tag das und das und das machen, um mich endlich zu entspannen, oder ich muss mich an die und die und die Konzepte oder Regeln oder Verhaltensweise und so weiter, mich daran halten. Nur dann bin ich entspannt. Ja, wobei, wenn ich mich schon darin befinde, bin ich ja schon nicht mehr entspannt, weil ich mich mit diesen Regeln beschäftige. Und so wie ich auch, also ich glaube, das geht jedem so, der deinen Blog liest, diese Entspannung, die du meinst, hat ja nichts mit dem Kopf zu tun. Also du sprichst ja schon immer, oder mit allem, was du machst, sprichst du ja immer die innere Entspannung des Menschen, die jeder in sich tragen kann. Diese Kategorien, die auf deinem Blog entstanden sind mit der Zeit, was würdest du sagen, ja, wie ist das gewachsen? Ist das durch deine eigene Persönlichkeitsentwicklung entstanden, durch deine eigene Reise durchs Leben? Sind da Themen weggefallen und hinzugekommen? Oder ist einfach immer was dazugekommen und es ist gewachsen? Also wo? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich finde, wir sollten uns alle mal locker machen. Das vertrete ich von Anfang an. Ja. So. Ja. Nur das habe ich von Anfang an nicht so in I Love Spa integriert, weil ich dachte, es geht ja hier um eine Übersicht. Ne? Ja. Ach ja, stimmt. Es ging ja eigentlich um eine Übersicht. Und es kam das, also ich habe dann von meiner Persönlichkeit so sukzessive ist mehr reingeflossen. Ja. Und ich habe das dann zwar immer wieder dann so ein bisschen gedrosselt und gebremst, weil ich dachte, es geht ja hier eigentlich um die Übersicht und es ist nach wie vor so, dass ganz viel Traffic über Google kommt, weil die Leute Spas suchen. Okay. So. Und ich will die auch nicht verstören, ja. Ja, ja. Indem ich dann jetzt schreibe, so hier irgendwie 10 Möglichkeiten, wie ihr Edelsteine nutzen könnt. Obwohl, auch das ist mittlerweile online, ja. Aber es ist halt irgendwie so ein schmaler Grat, finde ich irgendwie. Mhm. Also die Menschen, die einfach ganz rational eine Spa-Empfehlung suchen und bei mir landen, die dann halt nicht mit zu spirituellem Content zu verschrecken oder zu verstören. Ja. Das ist so dieser Balanceakt. Mhm. Aber zu deiner Frage, also ich kriege regelmäßig das Feedback, dass Leute mich lesen, obwohl sie noch nie in einem Spa waren. Das heißt, also es ist schon, der Content ist irgendwie gewachsen und hat sich auch so ein Stück weit verselbstständigt. Weil es mehr um diese ganzheitliche Entspannung geht. Also auch, es ging dann, wie hat denn das angefangen? Ich glaube, also dadurch, dass ich über Yoga schreibe, es gab ja dann auch Yoga-Blogs zu der Zeit und dann hat sich das alles professionalisiert, dann ist Instagram immer stärker geworden und dann ist auch dieses,
dann hat Yoga sich verändert irgendwie, so die Online-Darstellung von Yoga. Dann gab es plötzlich Influencer, dann wurden irgendwie Yoga-Klamotten nur noch an Sixpack-Bäuchen irgendwie mit kurzen Tops. Mhm. Und also diese Inszenierung, diese Selbstdarstellung von Yoga gekoppelt an, du musst gedetoxed sein, du darfst das nicht. Dann Unterteilung, keine Ahnung, Avocados gut, Spaghetti sind böse. Das hat mich irgendwie angetriggert. Ja. Das hat mich angetriggert und der erste Artikel, der in diese Richtung ging, ich glaube, das war so 14, 15 rum. Also das ist schon eine ganze Weile her. Und der wurde hart gefeiert und da dachte ich so, okay, krass, ich bin nicht alleine. Also ich habe mir da einfach einmal Luft gemacht und die Leute haben das irgendwie richtig hart gefeiert. Und so kam es dann, dass ich irgendwann das Buch von Moritz rezensiert habe auf I Love Spa. Das heißt Food and Love, weil ich dachte so, ja genau, das ist nämlich dieses Buch, ist zwei erhobene Mittelfinger an diesen ganzen Wahnsinn, der dort draußen tobt. Und dann habe ich das rezensiert und dann kam das wieder super gut an. Und dann dachte ich so, das ist ja verrückt. Ja. Und dann hat Moritz mit mir in Kontakt getreten und meinte, hey, cool, danke. Und wollen wir uns mal treffen, wenn ich in Deutschland bin? Und so bin ich irgendwie, so ist diese Essensthematik aufgeploppt. Ja. So dieses entspannte Essen. Also das halt, dieses Thema Entspannung sich dann halt auch auf das Essensthema mit übertragen hat. Und Moritz, dadurch, dass ich dann viel mit Moritz zu tun hatte, habe ich dann auch immer mal wieder über entspanntes Essverhalten geschrieben. Aus Food and Love ist dann der Self-Love Sunday entstanden. Mm. Da ging es dann um entspanntes Körperbild. Also irgendwie hat eins das andere so angeschubst, wie so ein Domino-Effekt. Aber so der Überbegriff ist eigentlich, also es läuft alles unter Entspannung im Prinzip. Ja. Also es geht darum, dass wir uns alle mal locker machen, dass wir uns alle mal irgendwie vor Augen führen, was an Verboten, Geboten, Restriktionen, was weiß ich, nenn es wie du willst, von außen unentwegt auf uns einprasselt. Und das auch einfach mal kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch einfach mal abzuschütteln. Mm. So. Mm. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also einfach, keine Ahnung, einen Teller Spaghetti mit Tomatensauce und Parmesan als eine ganz normale Mahlzeit zu empfinden. So. Ja. Es ist einfach, nichts anderes ist es. So. Und das ist so, das will ich erreichen, dass die Menschen sich einfach mal locker machen, dass wir uns alle ein bisschen mehr entspannen, genau, auf allen Ebenen. Ja, total cool. Also unter dem Blickwinkel habe ich es auch bisher noch nicht gesehen oder nicht so bewusst gesehen, aber habe jetzt, während du gesprochen hast, habe ich auch so ein bisschen mitreflektiert nebenbei und habe dann auch gedacht, ja genau, du hast gerade genau das angesprochen oder ausgesprochen, was ich persönlich beim Lesen von vielen Artikeln von dir empfinde, weil ich immer das Gefühl habe, du sprichst deine Wahrheit aus und das spürt man total, weil du auch alles Unausgesprochene aussprichst. Ja. Also du sprichst auch die Worte aus, die zwischen den Zeilen stehen würden, die so in Gesprächen oftmals oder in vielen Gesprächen nicht ausgesprochen werden, sondern du sagst dann auch so, ich zeige euch das jetzt, weil ich das gut finde oder auch nicht gut finde. Ich hätte hier auch Werbung machen können, mache ich aber nicht, weil ich es halt nicht als gut bewerte. Ja. Also du sprichst sehr viel Wahrheit aus, die, glaube ich, in vielen Köpfen da ist, nur unausgesprochen sind. Ja. Und das ist mir gerade, während du gesprochen hast, ist mir das gerade aufgefallen. Das berührt mich gerade voll. Vielen Dank. Was für ein schönes Feedback. Ja doch, weil, also es macht ja, wie du selber sagst, du weißt gar nicht, warum oder wieso das denn so gut angekommen ist oder warum die es also gefeiert warum haben. Warum es eskaliert ist. Warum es eskaliert ist, genau. Und es ist halt eskaliert, weil es ja etwas, es transportiert etwas. Und es transportiert halt mehr als ein Produkt oder irgendwas in die Richtung. Es transportiert halt ganz viel Wahrheit aus meiner Sicht. Was man da auch aus jedem Artikel, egal aus welchem Bereich, für sich mitnimmt. Und zusätzlich eben auch, wenn man Spa besuchen möchte, da auch Empfehlungen findet und natürlich auch da sofort ein Vertrauen hat. Ja. Also ich wüsste jetzt, wenn ich einen Spa-Besuch machen möchte, dann gehe ich natürlich auf deine Seite, weil ich auch ein ganz großes Vertrauen in diese, in dich hinter der Seite und in diese Seite und die Inhalte der Seite habe und genau weiß, alles, was ich da finde, ist halt fundiert, weil ich dieses Vertrauen habe. Ja. Deswegen, also für mich, aus meiner Perspektive, passt es total zusammen, auch wenn es früher mit einer Übersicht gestartet ist. Doch dieses ganzheitliche
Also wir sind ja auch irgendwo ganzheitlich. Mhm. Und das gesamte Leben ganzheitlich zu betrachten, macht ja in dem Sinne auch unter dem Aspekt Entspannung total Sinn, weil es ja nicht nur darum geht, mich beim Essen zu entspannen oder mich mal auf einer Massageliege zu entspannen oder für eine Stunde oder drei Tage in der Natur zu entspannen, sondern ich möchte dieses Gefühl als Mensch meistens mitnehmen in mein Leben. Und das ist, glaube ich, auch so das, oder eine große, große, große tiefe Sehnsucht von Menschen, das, was sie ab und zu mal erleben, zu reproduzieren im Alltag. Ja, das stimmt wohl. Und da fände ich mal ganz spannend und vielleicht fällt dir da irgendwie spontan irgendwas ein. Gibt es denn etwas, vielleicht machst du auch selber irgendwas in der Richtung, aber gibt es etwas, bei dem du sagst, das kann jeder für sich sofort machen oder ausprobieren, ohne jetzt eine Nutzergarantie, doch es gibt Möglichkeiten, sich im Alltag zu entspannen. Dass ich so dieses Gefühl von tiefer innerer Entspannung oder in mir gerade friedlich sein, dass ich sowas einfach mal in meinem Alltag ausprobiere oder teste, was es bei mir macht. Ja, also absurderweise bin ich so ein Mensch ohne jegliche Routinen und ohne Regeln. Und ich glaube, genau das ist der Schlüssel. So. Ja. Also ich habe weder eine Morgenroutine, noch habe ich eine Abendroutine. Ich habe keine Routinen. Ich gucke einfach, wie geht es mir gerade? Brauche ich Ruhe? Ist mir nach Action? So. Also und dann mache ich das genau so, wie es sich anfühlt. So. Mhm. Und ich glaube, das führt unterm Strich dazu, dass man ein entspanntes Leben führen kann. Also, dass man, keine Ahnung, also wenn ich mir, wird ja ganz viel propagiert irgendwie jetzt nicht nur in Bezug auf Essen. Also, wenn ich jetzt alles, was mein Instagram-Feed mir so suggeriert, dann müsste ich früh aufstehen. Ich müsste mir erstmal einen Wecker stellen, obwohl ich niemand bin, der morgens um 6 leistungsfähig ist. Dann müsste ich erstmal meditieren, würde ich im Sitzen einschlafen, ja? So, dann müsste ich... Dann gehst du laufen. Genau, dann müsste ich einen grünen Smoothie trinken erstmal. Ja. Das ist nicht gut für mich, morgens rohe Sachen. Also im Sommer geht es mal noch, aber erstens morgens direkt irgendwie was Rohes, Kaltes und dann im Winter super GAU. So, das ist nicht gut, das tut mir einfach nicht gut. Dann müsste ich, keine Ahnung, aufschreiben, wofür ich dankbar bin. Und all solche Geschichten, das mache ich einfach alles nicht. Ich wach auf und dann gucke ich, wonach ist mir so. Und dann meistens ist mir nach einem großen Kaffee. Und dann genieße ich das und dann feiere ich das. Und einfach, ich glaube, der Schlüssel liegt darin, einfach abzuschütteln, was einem im Außen als Glück verkauft wird. Ja. Das zu machen, worauf man richtig Bock hat und das einfach hart zu feiern. Ja. Und sich auch zu erlauben, das zu machen, genau. Und also nicht scheiße zu fühlen. Nicht so vom Kopf her zu denken, aber ich müsste doch jetzt eigentlich Ich müsste jetzt meine Morgenroutine machen. Ich müsste jetzt mein Dankbarkeitstagebuch führen. Ich müsste jetzt dies, ich müsste jetzt das. Wenn ich einen Kaffee trinken will, einen großen Kaffee, und wenn das mich glücklich macht, dann ist das in dem Moment genau das Richtige für mich. Ja. So, also so sehe ich das. Mhm. Und so, das finde ich auch in Bezug auf Sport. Da gibt es ja auch, also Sport in Anführungsstrichen, ist ja auch ein Riesenthema. Ist ja genau wie Essen, ist ja so. Du musst dies, du musst das, du musst... Also alles, was mit du musst anfängt, da reagiere ich nicht so gut drauf. Weil ich finde, ich muss überhaupt nichts. Nee. So. Und gerade in Bezug auf Bewegung, also ich benutze nie den Begriff Sport, ich benutze lieber den Begriff Bewegung, ist genau das Gleiche. Was tut mir gut? Was macht mir Spaß? So, was bringt mein Herz zum Singen? So, ich liebe Hula Hoop zum Beispiel. So. Geil. Ich habe ein Pennyboard, weißt du? Cool. Ich werde jetzt bald mit der Tina wieder Mermaiden gehen. Bist du mal gemermaidet? Nein! Da schwimmst du in so einer Meerjungfrauenflosse. Das ist sau anstrengend, aber das macht so viel Spaß. Geil, das habe ich ja nie gehört. Das ist so geil. Cool. Ich habe da auch mal drüber geschrieben, ich schicke dir den Link. Oh ja. Es ist einfach, keine Ahnung, aber für die meisten Menschen ist einfach Bewegung so negativ konnotiert, weil sie sich zwingen und quälen und weil sie nicht das machen, worauf sie eigentlich Bock haben. Und wenn manchmal ist es einfach so, dass ich mich 2 Tage kaum bewege, weil ich total erschöpft bin, dann hänge ich ab und bestell mir Essen von meinem Lieblingsmexikaner und schau Netflix und feier genau das so. Und ich fühle mich dabei nicht schlecht, weil das ist genau das, was ich in dem Moment brauche. Ja.
Und wir sind ja auch zyklisch, das kommt ja noch dazu. Ja. Also wenn man erstmal das irgendwie mit, also als wir Frauen, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele Männer zu. Hauptsächlich Frauen. Wir Frauen sind ja zyklisch. So. Und je nachdem, in welcher Phase man ist, hat man halt auch mal irgendwie so Phasen, wo man sich irgendwie total powerful fühlt und Phasen, wo man sich eher schlaffi fühlt und mal durchhängt. Und ich glaube, man darf sich das einfach erlauben. Ja. Ich finde es auch, ich finde es total... Also ich mag deine Einstellung sehr. Ich finde das wirklich super, also einfach schön, mal ne, darüber zu sprechen, dass es, wenn andere Menschen etwas sagen oder wenn es anderen Menschen gut tut, heißt es nicht automatisch, dass genau dieselbe Abfolge an Tätigkeiten am Morgen, Abend oder was auch immer, dass das dasselbe für mich bedeutet. Ja. Ich glaube, es ist immer wichtig, Sachen, wenn sie einen interessieren, auszuprobieren und trotzdem aufs eigene Gefühl zu hören, macht es mich jetzt wirklich gerade glücklich oder entspannt es mich jetzt auch tatsächlich? Genau. Oder denke ich nur vom Kopf her, oh, das muss mich jetzt aber entspannen, weil es heißt doch, es entspannt einen. Ja. Doch es kann ja niemand anderes hundertprozentig wissen, welchen Effekt oder welche Wirkung irgendeine Tätigkeit, Methode, Tool, Geruch, was auch immer, was das für eine Wirkung in mir auslöst. Ich glaube, das kann halt wirklich keiner wissen, außer jeder für sich selbst, indem er es dann testet, ausprobiert, aber auch dann die Sachen weglässt, die ihm nicht gut tun. Ja. Und das ist ja genau das, was du beschrieben hast, dieses wirklich einfach sein und sich selber dann fragen, was brauche ich gerade? Genau. Was macht mich gerade glücklich? Genau. Ist es der kleine, der große oder der mittlere Kaffee? Ja, genau. Und da dann dem zu folgen und sich das auch zu erlauben. Genau, und sich dafür zu feiern, und dass man es sich erlaubt hat. Genau. Das stimmt, das ist auch ganz wichtig. Und meistens ist es ja auch so, also wenn man erkennt diese Entscheidungen, diese richtigen Entscheidungen ja daran, dass irgendwie das alles kribbelt und dass man denkt so, geil, genau so. ja. Daran erkennt man ja eigentlich immer das, was man eigentlich wirklich will. So. Ja, das stimmt. Super spannend. Ich würde gerne noch mal so einen kleinen Umschwenker machen, wobei es auch natürlich passt, zum Self-Love Sunday. Ja. Das war ja auch, doch ich glaube, mein Einstieg, zumindest waren wir da mehr in Kontakt. Und da habe ich mich auch mehr natürlich mit deinem Blog beschäftigt. Und dachte mir, was für eine coole Idee, eine coole Initiative, auch Menschen, sage ich mal, zu ermutigen, für sich aufzustehen, da auch etwas vielleicht über sich preiszugeben, sich zu zeigen, in einem Format, was auch Mut, also was die meisten Menschen auf jeden Fall Mut kostet, da ein Bild im Bikini von sich zu veröffentlichen. Ich finde, das hat so ganz, 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 ganz viele Aspekte, die dieser Self-Love Sunday in sich trägt. Ja. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was das für dich bedeutet. Ja. Also was soll der Self-Love Sunday sein? Was soll er Menschen geben? Was gibt er den Menschen, die mitmachen? Also ich habe damit angefangen, letztes Jahr 2017 im Juni, nachdem ich Embrace angeschaut hatte. Und dieser Film hat mich höchstwahrscheinlich wie alle anderen auch sehr inspiriert. Ja. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass so extreme Beispiele irgendwie aufgegriffen worden sind. Ich dachte im Anschluss, ich vermute eigentlich, dass die meisten Menschen nicht so eine extremen Geschichten haben, die strugglen irgendwie, sondern einfach so 0815 Menschen sind. Ja. So wie du und ich, keine Ahnung. Also ohne, dass ich das jetzt negativ meine, Ich weiß nicht, was du meinst. Ohne irgendwie, dass wir im Buschfeuer irgendwie Verbrennungsnarben. Genau, also es muss halt nicht jeder eine Tragödie, Dramatik erlebt haben, um gewisse Dinge negativ zu sehen. Genau, und deswegen ist in mir irgendwie so dieser Impuls aufgeploppt, auch mit diesem, das muss ich machen, geil, das war genau so ein Moment, wo ich dachte, ich will normale Körper sichtbar machen. Ich will einfach ganz normale Körper sichtbar machen, weil die sieht man da draußen nicht. So, es wird alles tot retuschiert. Ja. Und das
gerade auch also in der Körperakzeptanzbewegung, die in Deutschland ja irgendwie noch nicht so richtig groß ist, diese Body Positivity Bewegung in den USA zum Beispiel, das ist ja oft auch dann Fat Acceptance. Aber darum, also darum ging es mir jetzt auch nicht primär. Es ging mir einfach darum, normale Körper sichtbar zu machen, und zwar alle Körper. Alle Körper. So, und so praktisch das nach außen zu transportieren, was man sieht, wenn man in die Sauna geht zum Beispiel. So, du siehst ja alles. Du siehst große Menschen, kleine Menschen, dicke Menschen, dünne Menschen, athletische Menschen, junge Menschen, alte Menschen, ja, so alles. Ja, wirklich. Und ich finde, das ist sonst so über Medien nicht sichtbar. Frauen ab einem bestimmten Alter werden nicht mehr gezeigt, die tauchen nicht mehr auf, so, außer sie haben einen politischen Background, ja, oder sind Nachrichtensprecherin. Aber sonst so ab einem bestimmten Alter verschwinden die von der Bildfläche. Du siehst keine Frauenkörper nach einer Entbindung. Also als Patricia damals online ging, das war so ein krasses Feedback, das war, glaube ich, 1,5 Monate nach der Entbindung, wo ganz viele Frauen irgendwie geschrieben haben, krass, das beruhigt mich so sehr, weil ich habe mich immer gefragt, ist es normal, dass mein Bauch dann noch so aussieht? Ja. So. Aber klar, ich meine, wir sehen nur irgendwelche Sternchen in irgendwelchen Hochglanzmagazinen, die wieder ja glatt retuschiert sind, zwei Wochen nach der Entbindung. So. Und mein Ansinnen war einfach, normale Körper sichtbar zu machen. Und es ist mir halt auch ganz wichtig, dass diese, also vor diesem Body-Shaming-Aspekt, dieses, wir haben ja ein ganz klares Schönheitsideal 2018, du musst trainiert sein und schlank sein, du musst große Brüste haben und du musst eine Taille haben. Und das ist halt irgendwie, es gibt so viel links und rechts davon. Menschen, die von alleine so aussehen, sind nicht falsch, auch die sind gut und richtig, aber alles andere ist auch gut und richtig. Jeder Körper ist zum jetzigen Zeitpunkt gut und richtig, genau so wie er ist. Auch wenn dieser Körper 200 Kilo wiegt, da steht eine Geschichte dahinter und es ist niemandem, also niemand hat sich anzumaßen, darüber zu urteilen. Auch wenn ein Körper nur noch 40 Kilo wiegt, da steht immer eine Geschichte dahinter und ich finde es unmöglich, dass beurteilt wird, von außen, so. Ja. Ich habe jetzt... Also I Love Spa wurde gelauncht und ich, meine Augenringe und ich, wir haben eine Insta-Story veröffentlicht. Also ich bin nicht so aktiv auf Instagram aus genau diesem Grund, weil ich finde, es geht sehr viel um Äußerlichkeiten. Und deswegen habe ich seit Ewigkeiten dann mal wieder eine Story gepostet, irgendwie so morgens total zerstört von wegen, hey Leute, guckt mal, es gab einen Relaunch. Und was mich echt geschockt hat, war, dass ich mindestens 20, wenn nicht sogar mehr Nachrichten bekam, die mein Aussehen, also die haben zwar alle gesagt, wow, du siehst voll gut aus, wo ich erst dachte, wollen die mich verarschen? So, ich habe 2 Stunden gepennt. Also ich habe erst gedacht, die wollen mich verarschen. Und dann dachte ich aber so, wie krass das ist. Ich verkünde hier, dass gelauncht worden ist. Ja. Und die sagen, du siehst gut aus. Ja. Und es wurde mir dann irgendwie im Lauf des Tages nochmal so richtig klar, voll schade, wie absurd diese Reaktion ist. Ja. Und worum es auf Instagram geht. Ja. So. Die beurteilen nicht das, was ich gesagt habe, sondern mich, wie ich aussehe. So. Und das fand ich krass. Ja. Ja. Mir ist auch gerade eingefallen, ich habe gerade so ein bisschen mit überlegt und habe dann auch schon häufiger irgendwelche Posts bei anderen gesehen oder auch beim eigenen Profil oder woanders beobachtet. Doch das häufig, also wirklich ganz, ganz häufig, es gibt super wenige Profile, wo es wirklich um den Inhalt geht, gibt es auch, doch im Vergleich halt sehr, sehr wenig. Viele Profile sind halt gespeist von Bildern von Menschen. Genau. Und wenn man die Kommentare dazu mal beobachtet im Detail und das mal so ein bisschen querschnittmäßig nimmt, dann sind da Kommentare, oh, siehst du schön aus. Also immer aufs Optische bezogen. Ja. Der Text ist total egal. Ja. Die Wörter, die Zitate, diese wunderschönen über Stunden produzierten Inhalte und Texte sind da manchmal wie, als wenn die nicht da sind. Es geht unter, genau. Es ist so, als wenn dann direkt wie so eine Bewertung über dieses Bild reinkommt. Ja, und das finde ich, also ich finde es halt schade, ich verstehe, warum das passiert. Ich weiß nicht genau, was jetzt Instagram sich bei Beginn dabei gedacht hat, Instagram zu launchen oder ob es wirklich nur um Bildwelt gehen soll oder um Fotomaterial. Doch ich finde es halt gerade bei diesem Social-Media-Werkzeug total schade, weil doch in vielen Profilen viel mehr dahinter steckt, was aber gar nicht richtig gesehen wird, weil wir Menschen dann meistens direkt
diese Bilder bewerten. Und das hat sich ja hier bei dir auch irgendwo gezeigt, dass das, was du gesagt hast, war zwar auch schön, hat wahrscheinlich auch jeder gehört, doch die Reaktion war halt direkt auf was ganz anderes, was du ja gar nicht, worüber du noch nicht mal nachgedacht hast. Nee, ich habe mir, also ich meine, ich hatte irgendwie einfach nur ein T-Shirt an und saß natürlich ohne Make-up irgendwie neben meinem Kaffeebecher am Küchentisch, habe mich irgendwie noch aufgestützt, total so, yay, ich habe den Relaunch überlebt, und dann wird mein Aussehen kommentiert. So, das war halt so gar nicht meine Intention. Ja. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, wie sehe ich jetzt aus. Ich wollte nur sagen, yay, es ist geschafft, schaut's euch an, gebt mir Feedback, so. Mm. Und es ist halt, ja, ich glaube, gerade weil man sich auf Instagram halt auch ganz viele vergleichen sich natürlich, also dadurch, dass viel Selbstdarstellung passiert, ist es ja die logische Konsequenz, dass viele sich vergleichen und dadurch finde ich es halt, ich persönlich finde es halt sehr toxisch. Umso besser, dass es dann auch Bewegungen gibt, die das Ganze, oder die so dem Körperbild eine, oder die eine Message in Verbindung mit dem Körperbild anders transportieren. Genau. Wenn jetzt jemand denkt, okay, was müsste ich denn oder dürfte oder könnte ich denn da machen, um dazu beizutragen, wenn ich da ein Teil von sein möchte? Oder kann ich mich da einfach melden für den Self-Off-Sunday oder suchst du die Leute aus? Nein, oder die werden nicht gecastet. Wie läuft das? Die werden auf keinen Fall gecastet. Bewirb dich jetzt. Und dann gibt es eine 10-köpfige Jury. Nein. Natürlich nicht. Nein, also bisher habe ich alles veröffentlicht, also alle ernst gemeinten Einreichungen veröffentlicht. Ich kriege manchmal auch sehr komische Bilder von Männern, die sich einfach nur dieses Blatt über ihren nackten Schritt halten. So, das kam auch schon zwei, dreimal, wo ich dann dachte so, okay, da hat auch der Text gefehlt. Ja. Da hätte ich also nicht wirklich was mit anfangen können. Aber also alle ernst gemeinten Einsendungen habe ich bisher veröffentlicht. Das war, also es ist so, dass es, also so ein Beitrag besteht zum einen aus dem Bild, das du schon angesprochen hast, und einer Geschichte sozusagen. Und das Bild ist, da ist es mir halt ganz wichtig, dass man sich das Self-Love Sunday PDF ausdruckt, das ich ja auch zur Verfügung stelle, weil ich finde, in dem Moment, wo man dieses Self-Love Sunday Schild hochhält, ist es mehr, also das ist kein Gepose mehr, sondern es ist mehr eine Darstellung. Also ich finde, das switcht irgendwas. Es ist nicht mehr so irgendwie hier, ich mache ein Selfie im Bikini oder so, sondern ich bin Teil dieses Projekts. Hier ist das Schild. Es ist mehr so, als wenn der Körper dadurch einfach nur porträtiert wird. Mhm. So. Und also so soll es auch sein. Ich glaube, obwohl für viele das Bild die größere Challenge ist als der Text, glaube ich, dass man beim Lesen die meisten sich viel stärker auf den Text fokussieren als auf das Bild. Ja. Ich glaube, das ist einfach Mindfuck. Das ist nicht repräsentativ. Genau, also einmal das Self-Love Sunday-Schild ausdrucken und dann Badesachen, weil das habe ich damals so beschlossen, weil es geht halt um Spa. Ja. Weil ich selbst ständig in Nassbereichen unterwegs bin und Bikinis zu meiner Arbeitskleidung gehören, dachte ich so, hey, Badesachen, warum nicht? Ja. Also es ist schon cooler, Badesachen zu tragen als Unterwäsche, weil ich halt auf keinen Fall will, dass es sexuell konnotiert ist. Mm. Also so ein Bild in Spitzenunterwäsche oder so, das würde ich jetzt irgendwie, würde ich sagen, kannst du es nochmal neu machen, irgendwie im Bikini oder so. Ja. Genau. Und der Text dazu, da bin ich eigentlich sehr offen. Also die Menschen erzählen einfach ihre Geschichte. Und diese Geschichten sind total unterschiedlich. Also was mir persönlich klar geworden ist, durch diese Vielfalt an Geschichten ist, dass wirklich alle schon Erfahrungen mit Bodyshaming gemacht haben. Und dass es nichts mit der Körperform zu tun hat. Ja. Also ganz egal, wie dünn oder wie dick, wie trainiert, wie groß, wie klein Menschen sind, es gibt niemanden bisher, der nichts zu erzählen hat. Mhm. Und das ist, also dadurch kommen wir ja dann zu dem Fazit dieses ganzen Projekts, was ja unglaublich erhellend und erfrischend ist, dass die Lösung nicht darin liegt, 5 oder 10 Kilo abzunehmen oder mehr zu trainieren, sondern dass die Lösung in uns liegt, also uns umzuprogrammieren, in unserem Kopf sozusagen. Mhm. Und da sind wir dann wieder bei dem Oberbegriff Entspannung und dass wir uns einfach alle mal locker machen sollten. Ja, ja, genau. Definitiv. Da schließt sich der Kreis. Ja. Mir ist auch gerade noch was eingefallen, vielleicht auch als Feedback, so ganz interessant, als Teilnehmerin dieses ganzen Projekts. Ich hatte auch so diesen Mindfuck vorher, oh Gott, und das Bild muss schon gut aussehen, weil man
ich habe mich jetzt noch nie im Bikini irgendwo hingestellt oder hatte das auch nicht vor, weil ich dann auch immer dachte, oh, muss man sich nackt zeigen, um was zu sagen? Doch ich muss sagen, durch diese Erfahrung ist genau das passiert, was du eben beschrieben hast, weil durch dieses Schild, also durch dieses, es ist so schwer zu beschreiben, aber durch dieses Schild, was ich in der Hand hatte, während dieses Fotos, war die Bewertung weg. Genau, ja. Ich hatte in dem Moment keinerlei Gedanken mehr an, oh Gott, und hier eine Delle oder hier, oh, der Po und zu breit und nee, mach nochmal hier, mach nochmal da. Wir haben auch nicht viele Fotos gemacht. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei wegen dem Licht gemacht und dann war es gut. Weil durch dieses Schild mit Self of Sunday, was ich in dem Moment ja auch in meiner Hand gehalten habe, war das viel stärker, was ich damit transportieren möchte. Genau. Es war viel stärker im Vordergrund für mich in dem Moment, zu welcher größeren Botschaft ich hiermit beitrage, dass ich dieses Bild mache. Ja. Und deswegen war alles andere, dieser ganze Mist, den der Kopf so an Gedanken schicken kann, der war in dem Moment weg. Und es war einfach nur mega, es war so ein geil Moment. Es war wirklich so. Werden alle am Strand liegen mit dem Schild im Arm. Weißt du? Es war wirklich so ein Moment, weil das so eine andere Verknüpfung hatte zu dieser größeren Botschaft, die man da in Gemeinschaft ja auch rausgibt, weil da jetzt mittlerweile so viele Menschen schon teilgenommen haben und es halt so viele Geschichten gibt in Verbindung mit Bildern, damit man auch ein Bild mit, also den Text mit einer Person in Verbindung setzen kann. Ja. Doch dieses Größere, wofür das Ganze steht, zu verstehen und zu sehen für sich selbst, das war, fand ich auch als Teilnehmerin super wertvoll, weil allein dieser Moment, die Gedanken, es sind halt die Gedanken, wie immer, es sind die versuchen mich zu kontrollieren, die aber nicht ich sind, das war halt so eine richtige Erfahrung, die mir das gespiegelt hat. Das ist deswegen echt cool, finde ich es wertvoll, also ich finde es eine ganz wertvolle Erfahrung, bei der ich glaube, dass sie den Teilnehmern ganz viel gibt und gleichzeitig geben sie natürlich auch anderen Menschen etwas, in dem sie teilnehmen. Ja. Ich habe ganz häufig auch von anderen Teilnehmerinnen schon gehört, dass es wie ein Befreiungsschlag war, dass es sich wie ein Befreiungsschlag angefühlt hat, die eigene Geschichte irgendwie zu teilen und dieses Foto irgendwie zu veröffentlichen. Ja, und es gab bisher auch keine einzige Person, die es in irgendeiner Form bereut hat oder die gesagt hat, kannst du meinen Beitrag wieder runternehmen oder so, gar nicht. Gar nicht. Cool. Und es ist schon wirklich cool. Es sind mittlerweile 63 Geschichten online. Ja, und es stand schon ein paar Mal irgendwie so ein Stück weit vor dem Aus, weil es ist natürlich so, ich muss immer wieder ganz aktiv akquirieren und Shoutouts machen und sagen, hey Leute, damit es weitergeht, brauche ich mehr Teilnehmer und so. Ja. Und es sind auch schon 5 oder 6 Männer online mittlerweile. Richtig was cool. auch richtig cool ist. Da habe ich am Anfang gedacht, obwohl auch Männer irgendwie mitmachen, ob ich die dazu bewegen kann. Aber es halt schon hat funktioniert bisher. Und ich finde es halt richtig cool, dass man wirklich alles sieht, von sehr dünn bis sehr dick. Von sehr groß bis sehr klein, also es porträtiert wirklich, also das Projekt porträtiert die gesamte Bandbreite menschlicher Körper. So. Und es ist halt fantastisch, das finde ich richtig cool. Ja. Ich auch. Das macht mich voll glücklich. Ich finde es auch richtig toll, weil ich, also gefühlt ist es schon wie eine andere Art der Bewegung in diesem Bereich von Körperakzeptanz, Body Positivity. Ja, Hier bei uns in Deutschland vor allem auch mal. Genau. Und nicht nur aus Amerika. Ja. Das finde ich halt so wichtig, gerade unter den Einflüssen von allem, was wir heutzutage so konsumieren können. Ja. Und da natürlich oftmals erstmals im ersten Moment über die Optik bewerten oder gesteuert oder kontrolliert werden. Ja, voll. Zumal ja auch das Thema Selbstliebe so durchgenudelt ist mittlerweile, ne? Und auch Body Positivity ist ja auch, also wenn du das als Hashtag eingibst in den sozialen Medien, dann findest du ja auch wieder das aktuelle Ideal, ne? Ja. Das wird ja einfach benutzt und auch stimmt. dann wieder zum neuen, zur neuen Selbstgeißelung ernannt. So. Egal, ob es jetzt in Anführungsstrichen gesundes Essen ist oder Fitness oder Selbstliebe. Es wird alles benutzt, um die Menschen in eine bestimmte Form zu pressen. Ja, das stimmt. Ja. Leider. Ja. Dabei sind es halt so, es sind ja Begrifflichkeiten, doch sie haben ja schon auch alle eine tiefere Bedeutung. Absolut. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Begrifflichkeit wird halt so stark genutzt, was aber nicht die ursprüngliche Bedeutung dahinter transportiert in der Tiefe. Das finde ich so schade, weil ich auch immer denke, Selbstliebe ist der Kern deines Seins.
Und um diese Beziehung mit dir zu feiern, ist die Liebe dir selbst gegenüber oder diese Liebe in dir zu sehen und zu entdecken super wichtig. Doch dieses Wort Selbstliebe ist halt wirklich manchmal so anders behaftet oder in anderen Verknüpfungen. Ja, ja. Und ich glaube, da ist, ja, das ist für einen selber ganz, ganz wertvoll zu erkennen, worum es dabei wirklich geht. Absolut. Und ob das jetzt wirklich auch diese tiefere Bedeutung oder die ursprüngliche Bedeutung von Selbstliebe in sich trägt, was ich da gerade lese oder was ich da gerade mache oder höre. Genau, ja. Das finde ich auch immer sehr spannend zu beobachten heutzutage. Absolut. Oh ja. Das stimmt wohl. Ja, oh, ich danke dir so sehr. Das ist, also, so ein schönes Feedback. Mein Herz tanzt wirklich. Wunderbar. Das ist schön. Ja, sehr cool. Gibt es, du gibst ja auch viele Büchertipps zum Beispiel, aber es muss jetzt auch kein Buchtipp sein. Ja. Doch gibt es etwas, ja, so eine Art Satz, Sache, Film, Buch, Zitat, was auch immer, bei dem du denkst, das war für mich in meinem bisherigen Leben so, ja, so einleuchtend oder es hat mich so stark geprägt oder weitergebracht oder in eine Richtung gebracht oder mich ermutigt, mich inspiriert. Irgendetwas, bei dem du sagst, das war für mich ganz, ganz wertvoll. Deswegen möchte ich es allen mitgeben, zur Verfügung stellen oder ihnen davon erzählen, sodass sie sich überlegen können, ob sie das auch mal. Also, das Buch, das ich am häufigsten aus dem Regal ziehe, ist Die Kuh, die weinte. Kennst du das? Da ist ich kenne den Titel. Weil da ist das sind ja so buddhistische Kurzgeschichten. Da ist eine Mauergeschichte drin. Da baut ein Mönch eine Mauer, die lese ich immer wieder durch. Immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, dass ich den Fokus auf zwei schiefe Steine habe. Und dass es vielleicht ganz cool wäre, mal ein paar Meter zurückzudrehen und die ganze Mauer anzuschauen, sozusagen. Ja. Dann ziehe ich dieses Buch raus und lese diese Geschichte nochmal. Also es geht darum, dass ein Mönch irgendwie eine Mauer baut und zwei Steine irgendwie schief mit verbaut und dann wirklich sich nur noch ärgert und am liebsten die ganze Mauer abreißen würde, weil er denkt, wow, fuck, diese beiden Steine und es sieht alles scheiße aus. So. Und dann gehen Menschen vorbei und sagen, das ist aber eine schöne Mauer. Und der Mönch sagt, seht ihr diese zwei schiefen Steine nicht? So. Und das habe ich, also immer wenn ich so ein schiefe Steine im Moment habe in meinem Leben, dann checke ich, okay, ich sollte vielleicht die Mauergeschichte nochmal lesen. Ja. Insofern ist das in der Tat das Buch, das ich dann am häufigsten aus meinem Regal ziehe. Aktuell ist es wirklich so, dass dieses Magic Cleaning Buch, über das wir vorhin ja schon geredet haben, mein Leben grundlegend verändert, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich kannte das bis vor kurzem nicht, von Marie Kondo, da geht es um... es geht einfach um Entrümpeln oder Aufräumen, beziehungsweise darum, sich nur noch mit Dingen zu umgeben, die einen glücklich machen. Und ich glaube, wenn man das knallhart durchzieht, ihr Konzept, dann kann das wirklich das Leben voll auf den Kopf stellen. Das fällt mir jetzt ganz spontan noch ein, neben der Mauergeschichte. Ja. Weil das mich gerade total flasht. Und weil das mich gerade auch irgendwie so total beeindruckt, was für Stimmungshochs mir diese Methode beschafft. Einfach nur dadurch, dass ich Dinge aus meiner Wohnung entsorge oder weitergebe oder abgebe oder verschenke oder so. Sie entlasse sozusagen. Mich bei ihnen bedanke und sage, okay, ihr dürft gehen. Ja. Ja. Du hast ja auch vorhin schon ein bisschen mehr darüber erzählt. Diese Art und Weise ist halt so, ja, ein Stück weit sicherlich anders als das, was wir so bisher mit Entrumpeln verbinden. Ja, genau. Wo wir einfach nur Sachen wegschmeißen, sondern so diesen Sinn in dieser... Ja, in der Herangehensweise der Entrümpelung, den zu sehen, kann ich auch jetzt schon sagen, ohne mich jetzt in der Tiefe damit beschäftigt zu haben, aber du hast ja auch vorhin an meiner Reaktion schon gemerkt, dass es mich halt total irgendwo angesprochen hat, inspiriert hat, sodass ich sofort den Drang hatte, mich damit zu beschäftigen oder mal reinzuhören, reinzuschauen, schlau zu machen. Also ich bin auch schon gespannt auf mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass das Buch ist, das langfristig mein Leben am stärksten verändern wird. Obwohl ich jetzt noch mittendrin bin. So. Ja. Ja. Deswegen, also würde ich es jetzt schon nennen, obwohl der Prozess noch gar nicht abgeschlossen ist. Ja. Ja. Ich bin gespannt auf deine Wohnung. Wenn ich durch bin, dann komm. Ich habe leider keine Vorherfotos gemacht. Ich hätte vorher Fotos machen müssen. Oh ja, vorher, nachher. Ja, also wenn du es machst, sie sagt auch selbst, ich glaube auf YouTube oder irgendwo habe ich es gelesen, dass man vorher Fotos machen soll. Okay. Mhm. Genau, um sich selbst zu motivieren. So. Ja. Sehr cool. Ich danke dir wirklich sehr für für deinen Einblick in die Entstehungsgeschichte von I Love Spa. So gerne. In dein Leben, in das, was du
ja, mitbringst, was du bisher gemacht hast, was dich irgendwo auch auf dem Weg begleitet hat und wie es zu allem kam, was heute da ist und existiert. Und es ist ja nicht vorbei, also es geht ja noch weiter. Ja, deswegen ist es ja auch etwas Spannendes, was jeder für sich vielleicht jetzt zum ersten Mal gehört hat, ja, aber sicherlich nicht zum letzten Mal, denke ich. Deswegen danke ich dir sehr für deine Zeit und deinen Input. Danke dir für die Einladung, es war mir eine Freude. Ich wünsche dir, dass du ganz, ganz viel Entspannung, Frieden und Ruhe in dir aus dieser Folge mitnimmst und alles mit etwas mehr Leichtigkeit in deinem Leben siehst, an dem heutigen Tag siehst. Würde mich riesig freuen, wenn du deine Gedanken mit mir, mit uns, mit Jennifer teilst, die dir durch diese Folge gekommen sind oder auch jetzt noch kommen. Fühl dich herzlich eingeladen in unsere Soulfood Community. Da sind unglaublich viele tolle Menschen in der Facebook-Gruppe Essstörungen als Wegweiser verstehen. Da geht es darum, zusammenzukommen, sich zu öffnen, ehrlich sich selbst gegenüber zu sein und in Austausch mit anderen Menschen zu kommen. Denn da wirst du spätestens feststellen, dass du nicht allein bist. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt einen ganz tollen Tag und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder im Soulfood Journey Podcast.